Welche Aussagen über die Flüchtlingssituation sind belastbar? Was bedeuten die Freihandelsabkommen TTIP und CETA tatsächlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Welche Partei steht für welches Programm? Ist das Gerücht um die Ministerpräsidentin wahr oder handelt es sich um Fake News? Ich brauche korrekte und gute Informationen, um mir eine fundierte Meinung bilden zu können. Dazu muss ich wissen, wo ich suchen kann, wie ich mit einer Suche die besten Treffer erziele und ob diese Information vertrauenswürdig ist. Wie kam es zur Finanzkrise? Was bewirkt die derzeitige Zinspolitik? Welche Konsequenzen hat der Brexit für die EU? Mit solchen Fragen beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Interessenvertretungen. Objektive Antworten sind nicht so leicht zu finden. Umso wichtiger ist Informationskompetenz, um die verschiedenen Informationen bewerten und einordnen zu können. Außerdem sollte man Suchportale kennen, die speziell für wissenschaftliche Informationen relevant sind. Wenn ich selbst etwas verändern will und mich in den Dialog einbringen will, ist es wichtig, Argumente zu haben und diese mit belastbaren Informationen zu untermauern. Ich muss wissen, was es bereits an Ideen gibt oder was vielleicht schon in der Vergangenheit ausprobiert wurde und nicht funktioniert hat. Ich trete also in einen Dialog mit anderen kreativen Köpfen. Hier ist es natürlich zentral, die Ideen anderer durch Zitate kenntlich zu machen und anzuzeigen, woher ich meine Informationen habe. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie ich schnell an gute Informationen gelange. In den folgenden Videos erfährst du, wie du Informationen suchst, bewertest, beschaffst und zitierst.